Der Plan ist, mit einer Flotte von Starships eine Raumstation mit rund 450.000 Kubikmetern bewohnbarem Raum zu bauen. Vielleicht ist das ja möglich. Und im Gegensatz zu ISS soll der Bau solcher Stationen nur wenige Wochen dauern. Ganz richtig. Sie wollen nicht nur eine, sondern Dutzende solcher Stationen bauen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Es klingt wahnsinnig, ist es vermutlich auch. Über das Vorhaben der Gateway Foundation, eine gigantische Raumstation im niedrigen Erdorbit zu bauen, habe ich bereits berichtet. Sie haben sich nun in Gateway Spaceport umbenannt und sind mit neuen, unglaublichen Infos an die Öffentlichkeit gegangen. Wir stellen uns heute die Fragen, wie sie diese unfassbare Geschwindigkeit erreichen wollen, was das für einen Sinn hat und ob es überhaupt realistisch ist. Na, neugierig geworden? Dann gleich Mars-Chroniken abonnieren, das Video liken und auf los geht's los. Los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars-Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Zuerst zur Architektur der Station. Die zwei Hauptkörper sind zwei Tori, also mehr oder weniger zwei Ringe, die über vier Schächte und zahlreiche Speichen miteinander verbunden sind. Man könnte auch sagen, ein kleiner Donut in einem großen Donut. Die Station heißt Vera. Das steht für Voluminous Environment Rotating Architecture, also quasi eine große rotierende Raumstation. Der innere Torus wird ein Volumen von 85.000 Kubikmeter und einen Durchmesser von 84 Meter haben. Zum Vergleich, die ISS hat ein Volumen von etwa 1000 Kubikmeter. Also allein der kleine Ring ist schon 85 mal größer als die internationale Raumstation. Dieser wird zuerst gebaut und dient dann als Basis für die Crew und das Equipment. Das ist auch eine gute Absicherung für die Passagiere, falls im äußeren Ring etwas schief gehen sollte. Das bewohnbare Volumen des äußeren Rings beträgt 369.500 Kubikmeter, also rund 370 mal so groß wie die ISS. Und der Durchmesser ist 224 Meter. Das ist verrückt. Also insgesamt hat so eine Station rund eine halbe Million Kubikmeter Platz. Warum sie sich für diese Form entschieden haben, hat viele Gründe. Die National Space Society hat diese geometrische Form als die beste für Raumstationen gelistet. John Blinko, der CEO, hat eine Maschine entworfen, die genau solche Stationen in kürzester Zeit bauen kann. Diese Maschine nennt er Sargon. Sargon besteht aus 32 Modulen, die dazu in der Lage sind, vorgefertigte Elemente nach Belieben zu platzieren. In einem Guss sozusagen. Auf der einen Seite werden diese Paneele von einem Pod befüllt und auf der anderen Seite kommt die fertige Station heraus. Die Elemente werden von Robotern positioniert und geschweißt. Klingt doch mal sehr geradlinig und simpel. Ist das aber nicht. Denn es ergeben sich einige Probleme, die man lösen muss. Blinko spricht davon, eine ganze Station mit beiden Ringen in 12 Tagen bauen zu können. Und hier kommt der Plan, wie sie diese Bauzeit erreichen wollen. Der innere Torus besteht aus 84 Ringen, die selbst jeweils aus 32 trapezoiden Paneelen bestehen. Wie sie das Innere ausbauen, wird nicht erläutert. Aber ich denke, dafür wird sich schon eine Lösung finden. Der äußere Ring besteht aus 192 Panelringen. Sargon soll in der Lage sein, einen solchen Ring pro Stunde rauszuhauen. Finde ich sehr optimistisch, aber es wird noch besser. Nun kann man aber mit zwei Sargons arbeiten und in beide Richtungen bauen. Das reduziert die Bauzeit um 50%. Es hört aber nicht auf, denn Blinko will später mal mit zwei Paaren von jeweils zwei Sargons arbeiten. Also noch einmal eine Reduktion von 50%. Nach der Fertigstellung kann Sargon die Station mit Atemluft bedrücken. Also hast du mitgerechnet? Die Bauzeit für eine ganze Station sollte laut unserer Rechnung 69 Stunden, also keine 3 Tage betragen. Er sagt aber auch dazu, dass das nicht für die erste Station gilt. Die erste wird vermutlich einige Monate und vielleicht ein Jahr dauern. Danach werden sie nur schneller, je besser die Infrastruktur aufgebaut ist. Vielleicht sind die Ziele ja sehr ambitioniert. Aber selbst eine Bauzeit von einem Jahr wäre grandios und bahnbrechend. Der Bau der ISS hat 20 Jahre gedauert. Das alles ist aber nur denkbar mit Starship. Nur Starships Nutzlastkapazität und Preis erlauben es der Weltraumbauindustrie, einen Kickstart zu bekommen. Deswegen ist das Zentrum der Station gleichzeitig ein Starship-Hafen, wo zwei Schiffe gleichzeitig abgefertigt werden können. Die großen Mengen an Maschinen und vorgefertigten Elementen können nur von Starship nachhaltig geliefert werden. Ich denke, SpaceX macht bei so einem Projekt sicher gerne mit. Was glaubst du, sollte SpaceX hier mitmachen oder ist das keine so gute Idee? Ebenfalls Starships sollen die Crews und die Gäste transportieren. In der alten Version der Station wird eine kleine Flotte an Dreamchasern als Evakuierungsvehikel dargestellt. Vera hat auch eine kleine Flotte von Rettungsshuttles, die auch dazu verwendet werden können, um zwischen Stationen zu pendeln. Ich schätze, dass es sich hier entweder um Starships oder eine modifizierte Version des Dreamchasers handeln muss.
Blinko nennt das Gefährt Big Station Transfer Vehicle. Er geht davon aus, dass man in Zukunft nicht mehr auf die Erde evakuieren muss, sondern einfach zu einer anderen Station fliegt. Das ist das Wunderwerkzeug, das Sargon und der zweiten Generation der Weltraumbauarbeiter assistieren soll. Solche Pods können verwendet werden, um Fracht zu handeln, die Magazine und Akkus nachzuladen und vielleicht auch das Innenleben auszubauen. Die meisten ihrer Aufgaben können sie dank der künstlichen Intelligenz ohne menschliche Eingriffe erledigen. Ein Starship bringt einen Materialbaum, der von diesen Pods abgeholt wird. Starship nimmt einen leeren Baum wieder mit zurück auf die Erde. Währenddessen verteilen die Crews und Pods das Material. Das klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, aber das sind ernsthafte Leute mit ernsthaften Absichten, hier Business zu machen. Dazu kommen wir gleich noch einmal. Vorher möchte ich dir noch die neue Mars-Chroniken Ad Astra-Kollektion mit über 30 neuen aufregenden Designs vorstellen. Die Kollektion ist noch so brandneu, dass ich selbst noch nichts davon habe. Schau mal rein! Und vieles davon eignet sich auch super als Geschenk für Nerds. Also gönn dir! Jetzt müssen wir etwas anderes klären. Denke mal darüber nach, worüber wir hier reden. Blinko möchte laufend weitere Stationen bauen. Er hofft darauf, dass dadurch der Preis ins All zu reisen und dort zu bleiben dramatisch sinkt, wenn man es in großem Maßstab macht. Hashtag Economy of Scale. Es wäre bedenklich, wenn es nur für touristische Zwecke gebaut werden würde. Ich glaube und hoffe, dass sich uns dadurch ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Ich habe gerade vor Augen, wie eine rotierende Station samt 1000 Passagieren und 200-köpfiger Crew Richtung Mars oder Mond aufbricht. Entweder von ganz, ganz vielen kleinen Triebwerken oder vielleicht mit einigen Starships angetrieben. Wer weiß. Wenn diese Technologie ausreift und hält, was sie verspricht, dann können wir damit Raumschiffe für interplanetare Reisen in der Schwerelosigkeit des Weltraums bauen. Aber jetzt geht die Fantasie mit mir durch. Und abgesehen davon, dass das schon der absolute Wahnsinn wäre, ist etwas anderes viel verrückter. Sargon ist für den Weltraumbausektor das, was Starship für den Raketensektor ist. Und gefühlt bekommt es nicht den Hype, den ich mir erhofft hätte. Vielleicht nachdem sie mal gezeigt haben, was sie in der Realität umsetzen können. Man braucht ja nicht nur die Ressourcen und Geräte im Weltraum, sondern auch noch Fabriken und Infrastruktur auf der Erde. Vielleicht eine Vorfertigungshalle in der Nähe eines Starbase. In weiterer Folge wollen sie aber den Fußabdruck auf der Erde reduzieren, indem sie die Produktion in eine eigens dafür ausgelegte Station im Orbit namens Vespertine verlegen. Dieses Hauptquartier, nenne ich es jetzt einfach, wird dann auch die Trainingsakademie und das Forschungslabor der Gateway Spaceport LLC und Offworld Industries. Offworld Industries ist das Unternehmen, das sie extra für diesen Zweck als Tochter der Gateway Spaceport gegründet haben. Die Tochter ist auch offiziell der Betreiber von Sargon. Wahnsinn, dass ich das jetzt echt gesagt habe. Eine ganz wichtige Frage haben wir noch nicht beantwortet. Und zwar die Frage der Energieversorgung. Die Gateway-Station wäre größer und hätte einen Stromverbrauch von 56 Megawatt. Diese Menge Strom lässt sich leicht mit Solarpanelen auf der sonnenzugewandten Seite herstellen. Das hat noch zusätzlich den Effekt, dass die Solarzellen die Station vor der Hitze der Sonne schützen. Das Thema wird im neuen Plan nicht groß beleuchtet, aber ich vermute, so ähnlich werden sie es auch bei Vera Station machen. Die Station soll in einem sonnensynchronen polaren Orbit um die Erde kreisen. Dadurch kann eine Seite immer der Sonne zugewandt sein und die Energie erzeugen. Das ist die heiße Seite. Die andere Seite hingegen ist logischerweise die kalte Seite. Übrigens, die Gateway-Station wird gigantisch. Noch größer als Vera Station. 488 Meter Durchmesser und 76 Meter tief. Das erinnert schon ein wenig an den Todesstern aus Star Wars. Also ich glaube, dass sich SpaceX auf diesen Deal einlässt. Ich glaube, das ist genau in Elons Sinn. So eine Station kann 100.000 Menschen pro Jahr beherbergen. Das bedeutet, dass für Starship extrem viel zu tun sein wird. Ich weiß leider nicht, wie viel da schon hinter verschlossenen Türen gesprochen wurde. Aber ich halte dich auf dem Laufenden. Das alles bedeutet natürlich auch, dass das gesamte Projekt steht und fällt mit Starship. Also hoffen wir mal, dass Starship bald in Betrieb geht. Bis 2029 wollen sie mindestens 3 Stationen gebaut haben. Und bis 2050 wollen sie 50 Stationen in Betrieb haben. Es wird dann ungefähr so laufen. Die erste Station wird vielleicht einige Jahre brauchen. Die zweite werden sie hoffentlich in einem Jahr und die darauf folgende schon in weniger als einem Monat bauen. Die legen hier ein ordentliches Tempo vor. Und wenn es nach mir geht, kann es gar nicht schnell genug gehen. Blinko meint, es wird verrückter als Silicon Valley und der Aufstieg Chinas in den vergangenen Jahren zusammengenommen. Er spricht auch direkt Elon Musk und Jeff Bezos an, weil er noch Finanzierung und Investoren braucht. Er möchte Tesla-Akkus für die Station und Sargon verwenden. Mal sehen, ob Elon darauf reagiert. Also wir sehen, dass sie schon einiges durchdacht, aber noch viel zu tun haben. Sie haben abgesehen von coolen Animationen und einer langsamen Website noch nicht viel vorzuweisen. Geld und Ingenieure haben sie auch nicht. Das sind alles keine leichten Vorhaben.
Aber ich bin mal optimistisch, weil ich die Vision cool finde. Was denkst du? Schreib mir deine Gedanken in die Kommentare. Am 23. Oktober bin ich mit Mo von Senkrecht Starter, Felix von Whataboutit und vielen, vielen anderen Kreatoren und Mitgliedern des Hashtag-Teams Space auf dem Space Creator Day im Technikmuseum Speyer bei der Weltraumausstellung. Schau mal auf die Website, es gibt nicht mehr viele Tickets. Genug der Worte. Danke fürs Einschalten. Peras Pera ad Astra.